Die Spuren im Schnee lassen erahnen, der Nikolaus war heute hier mit seinen Gaben. Schokolade und Äpfel ließ er bei uns am Haus. Dann lief er noch ein Stück geradeaus. Auch bei den Nachbarn deponiert er süße Sachen, um sich dann auf den Weg in den Wald zu machen. Und damit herzlich willkommen zu Türchen Nummer 6 an den Nikolaustag. Und da dachte ich mir, ein kleines Nikolaus-Gedicht könnte doch etwas passen. So, und ja, das Thema ist leider Kekse. Ich habe hier lange überlegt, was machst du? Ja, und das war dann das Endergebnis. Ein Milchglas und ein angebissener Keks. Wie ich den gebaut habe? Ja, das zeige ich euch natürlich sehr gerne und jetzt. Jetzt einmal eine Ego-Perspektive und dann bauen wir... dahinter. Weil der vorige bleibt eh stehen. So. Ich brauche jetzt erstmal den Boden von dem Keks, weil ich habe den hochkant gemacht. So, 1, 2, 3. So, ne? Ja, und dann ein rum und dann wieder 1. 1, 2, 3. Ein rum. 1, 2, 3. Wieder eine Dingens. 1, 2, 3. Und dann haben wir das Endergebnis und dann machen wir das einmal gut, ganz schnell hier zu. Denn, ups, du nicht. Und dann ist er auch schon fertig, der Teller. So, jetzt kann ich natürlich von hier aus sehr gut gucken. Jetzt habe ich natürlich mein... Bin ich Dulle? Habe ich das jetzt ernsthaft weggetan? Ja gut, das ist Deko. Die brauchen wir gleich erst. Und ja, dann legen wir mal los. Und zwar die Mitte. Das ist die Mitte. Rechts, links. Einer. Und dann... Jetzt los. Was beiseite. So, ja komm. Wir machen das hinterher. So, und dann einmal hoch. Nee, das waren zwei, ne? Jetzt zwei. Ja, passt doch. So. Ja, sag ja, rundbauen ist nicht jedermanns Sache. So, ja genau. Einmal da runter und dann gehen wir hier wieder runter. 1, 2, 3 und dann... Düpp, düpp. Na, gehst du wohl da dran? Ich habe die Befürchtung, ich habe irgendwie... Habe ich jetzt einen Fehler drin oder bin ich jetzt dulle, ne? Ah, nee, doch. Der fehlte. Deswegen. So, jetzt tauschen wir mal eben ein paar Blöcke aus. Da oben habe ich einen gehabt. Hier habe ich in die Mitte einen hingesetzt. Ach, im Grunde ist es Fumpe. Vollkommen Wumpe, wo wir einen hintun. Hauptsache Kekse dran. Ja, das sind Schokoladendinger. Und den Rest füllen wir jetzt mal damit hier auf. Zack, zack, zack und zack. So, außen herum habe ich hier dieses Kalzit gemacht. Frag mich nicht, warum. Das soll so wie Zuckerguss sein. So, zwei da, damit wir auch schön den abgebissenen Keks haben. So, dann einmal hier hoch, oben auch noch zwei. So, dann kommt noch der leckere restliche Glasur. So ein bisschen lila. Unten habe ich auch. Gut. So, noch die andere Seite. Zack, zack, zack. Und da ist... Dann nicht mehr. Oh, ich würde sagen, da machen wir aber noch ein Schokoladending hin. Das sieht sonst so leer aus. So, da machen wir auch noch einen hin. Wer liebt denn nicht Schokolade? Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr kommt. Ob ihr eher der Schokoladenkekse oder eher Butterkeks, weil da gibt es ja auch ziemlich viele Unterschiede. Ich persönlich mag eher Butterkekse nicht so, weil ich da, keine Ahnung, ich mag sie schon irgendwie trocken. Ich muss da praktisch so wie Saft, nein, ja, Saft drin haben und von daher... Ja, so. Und diese Redstone sollen so diese Zuckergussherzchen darstellen. Kennt ihr das? Wenn ihr so Kekse habt, so Weihnachtskekse, erst die Zuckerglasur und dann und auf dieser Glasur sind dann immer so entweder Perlen oder, ne, wer weiß was alles. Und der Formzauber aber auch der andere Seite machen, so zack, 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 zack. Nein, da. Ich finde das manchmal echt lustig und dann knitschen die immer so und manchmal sind die echt ultra süß und aber... Sie gehören dazu. So, perfekt. Und dann ist er schon eigentlich fertig. Oder habe ich denn noch was gemacht? Nö, das war's. So schnell hat man einen Keks gebaut. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist ein Glas. Moment, was habe ich gemacht? 1, 2, 3, 4. Okay. Einmal bitte den hier. Den brauchen wir nicht mehr. Cool, ich bin da gerade am Überlegen, ob ich... Ja, weil man sieht es ja kaum, ne? Machen wir jetzt einmal so. Kriegt er so ein Leuchten darunter. So, haben wir korrigiert. So, machen wir dann direkt daneben. Also ein Stück versetzt. So, 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier einer hin und dann zwei frei und da einer hin. Weil da kommt ja. Und tuck, tuck, machen wir dann hier so. Oh, das stimmt aber nicht so ganz, ne? Ich liebe das, wenn das so klingelt. So, halt, du bist zu weit. Da kommt noch ein. So, jetzt bin ich aber gerade echt irritiert. Guck mal. Ach, ich habe welche genommen, wo das Ding ins Weg. Egal, sieht auch cool aus. So, dann machen wir jetzt noch die Mitte. So, 1, 2, 1, 2. Nee, doch, hier ist irgendwas verkehrt gelaufen. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich habe den irgendwie zu weit gebaut. Genau, die Reihe ist eigentlich viel zu viel. So, jetzt passt es. Jetzt passt es. Ups, nein, du. Nicht. Und dann gehen wir einfach mal, wie viele bin ich hochgegangen? 1, 2, 3, 4. Ich hab's mit der Zahl 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dann einmal hier noch und die letzte Seite. Oh, nein, da. So, und dann brauchen wir einmal
Schnee, den wir halt auch bis zur gewissen Grad da reinpumpen. So, ne? Das ist dann die Milch. Und obendrauf ein schöner Kakaopulver oder Kakaoschaum oder Keks oder whatever. Ja, und dann müssen wir nur noch die Ränder machen und dann warten, dass da gleich die Kristalle wachsen. Und dann war's das auch schon. Ich bin gerade überlegen, ob man da irgendwas noch reinmacht. Nö, ne? Ich finde das soweit okay. Einer von den beiden geht eh wieder weg. Hallo Eisbär. So, und somit haben wir einmal ein Milchglas für den Weihnachtsmann und ein Keks für ihn auch. Ja, somit haben wir schon das nächste Wort fertig. Kekse, Kekse, einfach nur Kekse. Ratet mal, wer sich das wieder ausgedacht hat. Es gibt nur einen in dieser Welt, nicht in dieser Welt, aber in diesem Haushalt, der Kekse über alles liebt. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Mal schauen, wie viele von euch erraten, wessen Idee das hier war. Und damit sage ich dann auch schon mal wieder Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr neu seid, lasst ein kostenloses Abo da. Würde ich mich tierisch drüber freuen und vergesst den Daumen nach oben nicht. Der ist immer ganz wichtig. So. Einmal Daumchen nach oben und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal wieder, wenn wir Türchen Nummer 7 öffnen. Ja, da könnt ihr auch sehr gespannt drauf sein. Das wird sehr lustig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.